Herzlich willkommen bei Sofu, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und vielleicht auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg. Schön, dass du da bist. Ich möchte dich heute einladen zu einer entspannenden und ganz lichtvollen Visualisierung. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht im Moment. Ich kann nur nach dem gehen, was ich so höre von meinen Teilnehmerinnen und auch lieben Freundinnen, wie herausfordernd doch die Situation im Moment ist, als würden die Herausforderungen unserer Welt immer größer werden, uns immer mehr ja, zum Nachdenken und zum Mitfühlen bringen, sei es jetzt diese schlimme Ukraine-Krise oder der Krieg in der Ukraine, dann der Klimawandel. Und ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich auch im Podcast vor 2 Jahren, dann der Anfang der Pandemie. Aber es ist so wichtig, denn es berührt uns und es macht etwas mit uns selbst, mit unseren Familien, mit unserer Umgebung und mit der Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zentrieren und ausrichten auf das Lichtvolle. Und da möchte ich dich heute einladen und es wäre schön, wenn du dir für diese Podcast-Folge einen geschützten Raum suchst, einen Moment der Ruhe, eine Kerze, die du entfachen kannst und wo wir gemeinsam in eine, ich sag mal, 10-minütige Entspannungsreise gehen. Und wie wohltuend es ist, hat es mir wieder gezeigt. Wir waren jetzt am Weltfrauentag in meiner Sofu Life and Business Community auf Facebook, haben wir uns gemeinsam in einem Circle verbunden und sind durch diese Visualisierung, wir haben am Anfang auch, und das kannst du auch gerne einmal für dich wie so ein Check-in machen, so eine Wahrnehmung, wie nimmst du dich selbst wahr, wie nimmst du deine Umgebung wahr, wie nimmst du deine Welt wahr, die Welt wahr um dich herum. Und es ist ganz wichtig, dass wir die Ebenen auch mal trennen voneinander, um zu spüren, wie die unterschiedlichen Schwingungen sind, die auch auf uns wirken. Wenn du Lust hast, hier noch tiefer einzutauchen, dann kannst du dir die Aufzeichnung des Circles noch in der Soulful Life and Business Community angucken. Kostenlos. Wir verlinken dir auf jeden Fall in den Shownotes den Weg dorthin. Ja, und jetzt lass uns eintauchen in eine kleine Meditation und mach es dir dazu gemütlich. Such dir ein Plätzchen, wo du ungestört bist. Sorge gut für dich. Und dann lass uns loslegen. Wenn du magst, kannst du auch sehr, sehr gerne jetzt deine Kerze entfachen. Eine Kerze für dich, für die Menschen, die dich umgeben, für den Frieden, wie du es möchtest. Einfach, was dir jetzt wichtig ist, als würdest du ganz bewusst dieses Feuer entfachen für etwas. Für die Welt, für die Liebe, für das Miteinander. Und entfache sie ganz bewusst und dann darfst du ganz entspannt bei dir ankommen, deine Augen schließen. Oder auch wenn du magst, die Augen geöffnet lassen, wie es für dich gut ist. Und mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Atmung gehen, wie du ein- und ausatmest. Und mit jedem Atemzug ein bisschen mehr hier ankommst an deinem Platz. Und indem du entspannt weiter atmest, die Schultern sinken lässt, dein ganzes Körpergewicht dem Boden anvertraust. Lade all deine Energie ein, die noch herumschwirrt, um dich oder auch weiter entfernt in Situationen noch gebunden ist. Lade sie zu dir zurück ein. Mit jedem Atemzug kommt mehr von deiner Energie zu dir zurück und gleichzeitig fließt Energie, die nicht zu dir gehört, ab. Und du musst gar nicht genau wissen,
wie oder was, sondern öffne dich einfach für diesen Prozess des Einsammelns und Loslassens. Das ist ganz symbolisch, ganz energetisch. Kehrt alles, was zu dir gehört, zu dir zurück. Und alles, was nicht zu dir gehört, fließt ab oder kehrt an den Ursprung zurück. Und spüre, wie gut es tut, ein Magnet für dich selbst zu sein. Und liebevoll alle Energien loszulassen, die nicht zu dir gehören. Und atme tief in deinen Bauch. Schenke dir ein Lächeln. Und stell dir vor, wie in der Mitte deiner Brust, in deinem Herzraum, ein Licht beginnt zu leuchten. Es ist dein Licht, ganz pur und rein, in seiner Essenz. Und du musst gar nichts tun, du darfst einfach beobachten und spüren, wie sich dieses dein Licht in der Mitte deiner Brust beginnt auszudehnen, heller zu leuchten, immer größer wird. Jede Zelle durchflutet mit purem Licht. Und lass dich überraschen, welche Farbe dieses Licht hat heute. Vielleicht ist es strahlend weiß oder feurig rot. Alles ist genauso in Ordnung, wie es ist. Und schenke diesem Licht Raum in dir. Lass es sich ganz in deinem Körper ausdehnen, ausbreiten. Alles hell machen. Und während es ganz automatisch funktioniert, lass Gedanken wie kleine Wölkchen weiterziehen und gib dich für einen Moment diesem lichtvollen Prozess hin. Und atme. Und öffne dich für dein Licht in all seiner Kraft. Und du spürst, wie dieses Licht, pure Lebensenergie, über deine Körpergrenze hinaus strahlt, sich ausdehnt um dich herum, immer größer und weiter wird, deinen Raum um dich erfüllt. Immer weiter dehnt sich dieses Licht in alle Richtungen aus. Und du lässt es zu. Du schenkst dein Licht. Und es dehnt sich aus immer weiter und weiter. Und erlaub dir mal, dein Licht wirklich so weit auszudehnen, bis über die Länder, die Städte, den ganzen Erdball, als könntest du mit deinem Licht alles einhüllen. Und atme. Lass es ganz leicht sein. Du dehnst dieses wundervoll heilsame Licht aus.
Und spür einmal, wie sich's anfühlt, wenn du in dieser großen Ausdehnung bist, dein Licht ganz ausgedehnt. Wie fühlt sich's an? Und spür einmal, wie all die anderen Frauen, die diese Worte hören, auch ihr Licht ausdehnen, ihr Licht schenken und geben. Je mehr du dein Licht teilst und schenkst, desto mehr bekommst du auch zurück. Und du kannst jetzt ganz liebevoll entscheiden, wie es sich gerade gut für dich anfühlt, wenn dein Licht ganz ausgedehnt ist oder ganz nah zu dir zurück möchte in dein Herz. Du kannst damit spielen und dir überlegen, wie es richtig ist und stimmig für dich. Und dann atme nochmal ganz tief und genüsslich ein und aus. Schenke dir ein Lächeln. Schenke der Welt ein Lächeln und komm ganz sanft und liebevoll hierhin zurück in deinen Raum, in deine Umgebung. Streck dich und atme nochmal tief durch. Und spür dem nach, wie ist es jetzt in dir? Was hat sich verändert? Und schau mal, wenn du diese Energie heute mit in den Tag nimmst oder auch in die Nacht, je nachdem, wann du dir die Visualisierung anhörst, was verändert sich dadurch? Welche Impulse und Inspirationen entstehen daraus? Ich hatte heute eine ganz schöne Idee, nachdem ich mich so verbunden habe damit und mich so vorbereitet habe, dachte ich so, oh, ich möchte aus dieser Energie heraus meine heißgeliebte Herzland-Meditation, die ich in der Ausbildung weitergebe, wo wir so unser spirituelles Zuhause finden, wo wir so ankommen in unserem Paradies, in unserem Inneren. Das möchte ich gerne als kleinen Minikurs zur Verfügung stellen und all das, was ich dadurch einnehme, spenden. Das war heute so ein Impuls, den ich aus der Meditation mit euch jetzt, mit dir, gewonnen habe, und vielleicht entsteht auch in dir im Nachklang eine Idee, wie du dein Licht mit der Welt teilen kannst und es nicht dimmst, sondern im Gegenteil, dass du es jetzt aufdrehst und sagst, ja, und wenn ich nur den ganzen Tag dieses Licht um den ganzen Erdball herum ausdehne, es ist eine energetische Übung, aber es bewirkt meiner Meinung nach ganz viel. Genau, und nochmal die Einladung an dich, wenn du in den Austausch kommen möchtest, mit mir, mit uns, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe und da siehst du dann auch zu der Meditation noch die Kommentare und ich führe ja euch da durch einen Circle, das ist einfach nochmal mehr Austausch und können wir uns verbinden, würde mich total freuen. Und jetzt schicke ich dir ganz, ganz liebe Grüße von meinem inspirierten Herzen zu deinem. Bis bald.